Hallo und willkommen zu einem neuen Projekt, Let's Play, wie auch immer. Wir spielen Portal. Und, ja, ich hoffe jetzt einfach mal nicht, dass das sehr lang wird. Also ich denke maximal 10 Parts. Mehr nicht. Ja. Aber lassen wir uns erstmal beeindrucken von der beeindruckenden Grafik. Ja, besser als Minecraft, ja. Und was noch zu sagen ist... Ich werde still sein, wenn der PC redet. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Weil der PC ist echt lustig. Also, die PC-Stimme. Namens GLaDOS. Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Abitur. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, perdón, fallar muchos gracias. Klar. Das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Portal hin oder her, schaut euch dieses Klo mal an. Wer will denn, also jetzt mal von der Tasse abzusehen... Wer will denn... Ah, nein, nein, gar nicht erst reinschauen. Okay, wir gehen also jetzt hier mal durchs Portal. Ich will ein Portal hinschießen. Ja, ich habe das Spiel schon mal durchgespielt. Also nicht, dass ihr jetzt meint, ich spiele das blind oder so. So, hier kommt ein Würfel runter. Würfel kommt zu mir. Den wir irgendwie in der Hand halten können, ohne unsere Hand zu benutzen. Wow, das ist wirklich... Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Ja, Alter, den könnte ich eh nicht mitnehmen, weil dann würde er das Tor zugehen. Überleg doch mal. Hallo. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast Superkollisions Superknopf. Bitte wer? Ich würde mal sagen, ich stelle ihn auf den Knopf. Okay, ja, das reicht. Danke. Knopf ist schon schwer genug. Perfekt. Fail. Ah, warte mal wieder eine Stunde ab. Da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Ach so, ich wollte jetzt hier Kaffee trinken. Naja. Kann man nichts machen, ist halt nichts mit Kaffee trinken. Gehen wir hier durch. Ja, Tutorial brauche ich euch keins geben, weil alles, was wichtig ist, sagt die Alte uns. Ja, also von dem her, ja. Braucht doch keiner. Ja. Oh, Lightshow. Seht ihr das? Blau. Vielleicht ein Hinweis auf das nächste Level. Was könnte blau sein? Vielleicht eine Waffe, die blaue Portale schießt. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Gut. Ja, das... Okay, hier sehen wir allerdings immer, welche Raumzahl wir haben und dann sehen wir, was so vorkommt. Ja, hier gibt's Kuchen. Oh, Kuchen. Dann Würfel, die runterfallen, Bälle, die dich erschlagen können, Wasser, das dich tötet, irgendwelche Sprungdinger, Viecher, die dich erschießen und was ist das? Weiß ich immer noch nicht. Wie dem auch sei. Wir gehen jetzt erstmal hier durch. Warten, bis hier unser Schuss durchkommt. Hallo, schießt du mal? Schießt zu mir. Jetzt gehen wir hier durch. Und jetzt kommt das Ultimative. Wir klauen uns diese Waffe. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Jetzt können wir Portale verschießen. Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher. Das Gerät allerdings nicht. Ich bin immer zu blöd, da beim ersten Mal hinzukommen. Sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt.
Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Ja genau, Alter, halt's Maul. Ich weiß, ich sollte sie nicht Alte nennen. GLaDOS, so heißt dieser PC, ist wirklich total lustig, ja, aber ja, auf Dauer geht einem die Stimme ja so auf den Sack. Nun ja, fahren wir weiter mit unserem Aufzug. War wieder blau. Jetzt machen wir es noch blauer. Okay, das sieht nicht gut aus. Tür auf! Kamera, du musst sterben. Du musst auch sterben. Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Doch, werde ich sehr wohl tun. Also, wie kommt man da jetzt rüber? Ihr schießt einfach da ein Portal hin, dann kommt er da hinten durch. Weil da unten wollen wir gar nicht hin. Das ist ja... Nein. Und da geht es dann ungefähr dasselbe Prinzip. Ihr geht allerdings dann hier durch und dann schaut ihr da auch. Anfangs wahrscheinlich ein bisschen kompliziert, aber wenn es dann mal doch ein bisschen geübt wird, dann ist es eigentlich alles ziemlich easy hier. Ja? Also, keine Angst. Ich werde auch so eine Waffe. Ich meine, stell dir das mal vor, ihr schießt ein Portal und seid dann immer gleich da. So, du stirbst. Willkommen in Kamera stirbt. Sie sind gar nicht schlecht. Dummes Portal. So, jetzt. Das ist lustig. Wir müssen da nämlich nicht mal runter. Oh, ein Radio. Wir müssen einfach nur bloß Portal hier hinschießen, fällt der Würfel durch und fällt hier hin. Hey, diese Portale ersparen einem Arbeit. Hey, ich müsste nicht mal runtergehen, um mir was zu essen. Nein, ich schieße einfach zwei Portale. Eins unter meinen Teller und eins in mein Zimmer. Könnt ihr doch nicht allein lassen. Ich bin doch so toll. Ich finde das doch so toll, wenn du mir sagst, was ich zu tun habe. Nun gut, also unüberwacht ist kein Problem. Kriegen wir hin, oder? Was meint ihr? Ja, ich denke schon. So schwer kann es ja nicht sein. Wir können uns allerdings ducken. Auf STRG. Zwar auf dem linken STRG. Hier wieder Raum. Ich vergesse es immer. Und zwar können uns Würfel erschlagen. Würfel fallen vom Himmel. Zur eigenen Tschüss, Kamera. Zerstören Sie keine Testapparate. Zu genial. Manche Objekte sind wichtig für Ihren Erfolg. Wenn wir nicht überwacht werden, warum sind dann hier Kameras? Kann mir das einer erklären? Könnt ihr nicht? Ja. Ja, vielleicht sagt man es uns ja noch. Achso, was wollen wir hier eigentlich? Ja, wir wollen erstmal hier hoch. Dann hier hoch. Hier zurück. Klauen uns den Würfel. Würfel. Dann hier unten ist natürlich auch noch einer. Jetzt mache ich das schon wieder so doof. Ja. Genau, gehen hier durch. Wir hätten das Fall auch, also nur um mal echt eine Abkürzung zu sehen, wir könnten auch hier einfach ein Portal hinschießen. Nein, könnten wir nicht. Ich gehe da momentan von zwei Portalen aus, das kommt dann später. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, da ist Musik! Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Oh, das ist nett. Die Firma für dich, aber die belügt mich. Das ist, ja, da, das macht einen Mut. Wahrheitsverzerrung in 3, 2, 1, 0. Ich weiß nicht, ich, also. Was gibt's noch für ein Level? Portal auf, Tür auf. Was ist denn das? Oh, Moment, wir haben doch hier wieder so eine supergeile Anschreibung. Da ist die Anschreibung. Sicherheit ist eins der Ziele. Dinger können dich erschießen und du musst sie irgendwo hinbringen. Die von das da, was hier rumfliegt, ist ein Energieknubbel. Ich demonstriere, wir stellen uns hier hin, werden von dem Ding getroffen und sind tot. Alles kein Problem. Passen Sie auf. Geht hier durch. Ja, normal geht's hier durch. Hier durch, da rein und dann da drauf. Unglaublich. Portal Sie, geht runter. Subjektname hier. Sind wohl der Stolz von Subjektwohnort hier. Ich bin der was von was? Subjekt habe ich noch verstanden. Nummer 4? Und von was bin ich dann? Subjekt? Egal.
Aperture Laboratories. Jump, jump, jump. Gut. Dann hier ein Portal hin, wie ich jetzt einmal schwer behaupten. Nein. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. Gut. Jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Genau. Jetzt habe ich schon wieder das Ding vergessen. Ja, es ist nicht so wichtig. Kommt ja jetzt nichts Neues. Das war jetzt nichts Neues. Neues. Aufwärts. Wasch mich mal da raus. Tür auf! Wo sind wir denn hier? Aha. Achten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Hier ist was Neues. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Demonstrieren, das kann nämlich der doofe PC nicht. Ja, springen wir einfach mal rein. Wudu, tot. Also, es geht eine Weile, aber irgendwann krepieren wir dran. Gut, dann gehen wir doch gleich mal hier entlang, schießen hier... Nee, Moment. Schießen hier ein Portal an. Dann geht das hier durch. Dann schießen wir hier ein Portal an. Nee, hier. Ah, genau. Dann schießt das hier raus und geht da rein. So, jetzt bewegt sich das mal. Schaffen wir das noch? Null. Doch, wir hätten es geschafft. F9. Wir brauchen F9. Nee, Moment. Doch, stimmt schon so. Da so. So, da ist allerdings auch ein Radio. Den habe ich irgendwann mal bemerkt. So. Das ist natürlich am schnellsten. Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Mhm. Ja, klar, ja. Logisch. Weiter. Tür auf! Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. Okay, das, ja, okay, wir stellen uns hier in die Ecke und warten einfach hier, bis wir...